Ihr Lieben, ich werde übrigens immer wieder gefragt, wie ich mir solche skurrilen Geschichten ausdenken kann. Das Problem ist, ich habe mir das nicht ausgedacht. Alles, was ich hier erzähle, ist wirklich passiert. Und auch diese ganzen Lieder. Hey, wir sind Jörg und Dragan und jetzt gibt's was auf die Hupen. Wenn ich dich sehe, dann denk ich an ein Auto. Denn deine Hupen sind so wunderschön. Ich hoffe, du kommst mal zum Reparieren. Dann könnte ich die Hupen mal studieren. Und jetzt super Hupen. Super Hupen. Falls. Falls. Und ich sage bewusst, falls euch dieses Lied mal in freier Wildbahn begegnen sollte, was ich keinesfalls für euch hoffe, es ist nur echt mit dem Also lasst euch da keine billige Kopie andrehen. Im Laufe des Songs werden einige weibliche Gäste auf die Bühne gezerrt. Komm mal her, Baby, los, zier dich nicht. Das grenzt zwar an Körperverletzungen, aber die Damen lassen das für einige Minuten vermeintlichen Ruhmes gern geschehen. Ich meine, wann hat man schon mal die Gelegenheit, sich von echten Halbberühmtheiten vor Publikum begrabbeln zu lassen? Und tatsächlich haben die Autohändler Gemeinsamkeiten mit richtigen Stars aus Film und Fernsehen. Sie erinnern optisch an Asterix und Obelix, motorisch an Ernie und Bert, intellektuell an Dick und Doof. Ein von mir persönlich entwickelter Intelligenztest hat ergeben, sie haben einen IQ von 90 zusammen. Da die Natur an dieser Stelle gespart hat, hat sie an anderer gern etwas mehr gegeben. Der Dicke zum Kleinen. Ich hab CG. Der Kleine. Hä? Der Dicke. Die haben bei mir chronische Geilheit festgestellt. Beide. Ha 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 ha. Der nächste Song heißt Ich ballere am Ballermann alles, was ich ballern kann. Also man kann sagen, was man will, aber diese Typen sind immerhin authentisch. Den Jungs nehme ich ab, dass sie nach jedem Auftritt ihre Gage im Puff verjubeln und stolz drauf sind. Aber es gibt am Ballermann nicht nur selbsternannte Superstars wie den Wendler und die Autohändler. Es gibt zum Beispiel im Bierkönig auch die Talentshow Jekami. Das ist die Abkürzung wofür? Jeder kann mitmachen. Warst du schon mal da? Ja. Hast du auch mitgemacht? Ja. Hast du auch was gewonnen? Nein. Dann pass auf. Eigentlich müsste das Konzept Jede Abganika Kami heißen. Jeder, der absolut gar nichts kann, kann mitmachen. Hey. Jede Abganika Kami. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ihr? Jede Abganika. Ja, ja, ja. Der Anfang war gut, aber dann hat es auch stark nachgelassen. Da könntet ihr auf jeden Fall schon mal auftreten. Denn natürlich sollen die Teilnehmer der Lächerlichkeit preisgegeben werden. Das Gesicht des Jahres sollen andere suchen. Wir präsentieren den Arsch der Woche. Trotzdem finden sich immer wieder Kandidaten, die unbedingt bei Jekami auftreten möchten. Die interessanteste Teilnehmerin der heutigen Show ist Andrea der Berg. Der Name ist Programm. Die übergewichtige Mit-40erin trägt ein viel zu enges Top, aus dem überall die Fettwülste hervorquellen. Über den riesigen, unförmigen Brüsten steht: Ich bin schon eingeritten. Kennt ihr das, wenn man total angewidert ist, aber trotzdem ständig dahin starren muss? Wie bei so einem Verkehrsunfall, genau. Als sie merkt, dass ich sie anglotze, sagt sie: Du brauchst gar nicht so gierig zu gucken, Kleiner. Geh noch weiter, pass auf. Hier dürfen nur ganz große Männer mal knabbern. Und als ob das alles nicht schon schrecklich genug wäre, knetet sie dabei auch noch diese Uha. Und wenn du mich ankündigst, sag den Leuten, dass ich extra für Jekami nach Malle geflogen bin, um meinen neuen Song zu promoten.
Ich erfahre, dass Sie auf Ihrer Promotion-Tour beim Karaoke im Delta-Park Duisburg einen hervorragenden vierten Platz belegt haben. Ich mach total geilen Partyschlager, voll die Stimmung und so, und ich habe super Kontakte im Business. Weißt du, wie ich die wirklich wichtigen Leute kennenlerne? Nee, wieder. Sie streckt ihre Hand aus und will mir in den Schritt fassen. Ich kann mich durch einen Sprung nach hinten retten und versichere, kein Entscheidungsträger zu sein. Aber ich muss zugeben, das ist natürlich eine todsichere Methode, um die wirklich wichtigen Leute kennenzulernen. Dann darf ich sie ankündigen. Sie ist ein echtes Schwergewicht im Schlagergeschäft. Sie ist eine Wucht, ein echter Wuchtbrummer. Begrüßt mit einem tosenden Applaus Andrea der Berg. Andrea wuchtet ihren massigen Körper auf das DJ-Pult. Das Publikum pfeift sie leidenschaftlich aus. Sie wertet das als Zustimmung, macht ein paar aufreizende Hüftschwünge und beginnt zu singen. Noch schlechter, als ich es erwartet habe. Diese Kombination aus grenzenloser Selbstüberschätzung und völliger Talentfreiheit ist beeindruckend. Und dann noch ihr Song. Die Elfe des deutschen Wortgutes. Also singt folgendes Lied, mit dem ich mich heute von euch verabschieden möchte. Und ja, ich lasse euch mit den Bildern, die jetzt in euren Köpfen entstehen, allein. Viel Spaß. Hoch das Bein. It's Deo Time. Schamlippen Deo Spray. Schalalala. Schamlippen Deo Spray. Schalalalala. Dankeschön. Thank you.